Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir stellen Ihnen heute Piet vor. Also Piet braucht mindestens zwei Frauen auf dem Sofa, oder? Hallo, genau. Annette. Hallo. Ja, Piet, kleiner Pinscher-Mischling, der schon sehr auf Frauen fixiert ist. Ne? Mit Männern hat er meistens erstmal ein bisschen ein Problem. Und der ist circa 2 bis 3 Jahre alt. Ja, der Piet hat schon ein Dreivierteljahr seines Lebens in Freiheit verbracht. Der kleine Mann wurde ausgesetzt und konnte dann über einen sehr langen Zeitraum eben nicht eingefangen werden. Als wir davon erfuhren, das war in Sachsen gewesen, als wir davon erfuhren, dass da so ein kleiner Hund auch einen ganzen Winter draußen überlebt hat, fuhren wir natürlich sofort hin und haben ihn dann mit Hilfe einer Hundefalle einfangen können. Und seitdem ist der kleine Piet jetzt bei uns. Und Piet ist kein Scheuerhund oder so. Also wir wissen nicht, warum der sich nicht hat einfangen lassen. Ja. Ne, der war halt einfach völlig verstört, wahrscheinlich durch das Aussetzen. Ne? Das ist ein Hund, der fixiert sich sehr stark auf seine Leute. Also ist unglaublich anhänglich dann. Und es ist ein ganz fröhlicher, lebhafter Wirbelwind. Also hat auch noch viele Flausen im Kopf. Unter anderem kann er unglaublich klettern. Also er schafft es bei uns im Handumdrehen aus dem Gehegen rauszuklettern. Also das ist für ihn überhaupt kein Thema, über einen 2 Meter Zaun zu kommen. Deswegen wäre es für Piet eben ganz wichtig, dass er als Wohnungshund vermittelt wird. Mhm. Er ist auch super brav in der Wohnung. Also er ist sauber, er bleibt alleine. Er sitzt natürlich gerne auf dem Fensterbrett und guckt, wo Herrchen und Frauchen bleiben. Und was halt für ihn wichtig ist, ist, dass er zu Leuten kommt, die sich ganz viel mit ihm beschäftigen, die mit ihm Fahrrad fahren, Hundeschule besuchen, vielleicht auch Inlineskaten. Also er läuft schon am Fahrrad und auch Inlineskaten, musste auch schon mal eine Runde mitfahren. Also er kennt schon viele Sachen, die ihn einfach auch beschäftigen. Weil so ruhig und brav wie der im Haus ist, so temperamentvoll ist er draußen. Also er ist draußen so eine richtige Sportskanone. Ja. Ne? Also wirklich ein Hund. Hundesport wäre für den ideal. Ne? Jemand, der Lust hat, mit ihm Agility zu machen oder irgendwas, also das wäre der perfekte Begleiter. Ja. Ne? Das ist so ein kleiner Kumpel, dem man wirklich alles beibringen kann, der bestimmt auch total gerne irgendwelche dummen Tricks lernt. Ne? Auf jeden Fall auch Leute, die ein bisschen Hundeerfahrung haben, weil er so ein bisschen zur Leinenaggression neigt. Also er bellt dann halt andere Hunde mal schnell an auf der Straße oder Leute, die entgegenkommen. Also Leute, die es ja auch ein bisschen durchsetzen können. Ja. Ne? Das liegt sicherlich auch so ein bisschen jetzt an seiner Vergangenheit, weil er ja da nur ein Dreivierteljahr da alleine irgendwie klarkommen musste. Ne? Mhm. Und ja, aber ansonsten ist es eigentlich echt ein ganz, ganz süßer Fratz. Sehr gut verträglich. Ja. Ne? Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, der Piet sucht unbedingt ein neues Zuhause, ein sportliches neues Zuhause, weil er ja so ganz viel... Ja, Wirbelwind. Da sind wieder die bunten Murmeln im Kopf, die Piet noch hat. Aber es ist alles erlernbar. Und ja, dann kommen Sie her, gehen Sie mit ihm spazieren. Ja, und dann nehmen Sie ihn mit nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.